Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Kinder der Sonne. Oh, ich sitze viel zu nah an der Kamera, aber macht ja nichts. Mich haben auf Social Media so viele Nachrichten erreicht zu dem Thema, boah, seid ihr lange im Ausland, ich würde auch so gerne, aber. Wie hast du das bloß gemacht? Ich habe mal so ein bisschen jetzt über die Zeit meine Erfahrung gesammelt und wollte euch so ein paar Tipps mit an die Hand geben. Und da würde ich auch schon mal direkt vor der Reise anfangen, weil viele haben ja so einen Traum, die wollen das gerne machen. Ich habe es gemacht. Ja, und auch mir sind sicherlich Steine in den Weg gelegt worden. Deswegen, mein allererster Tipp. Wenn du dieses Bedürfnis, Wunsch, wie auch immer hast und dich dafür entscheidest, ins Ausland zu gehen und für dich selbst schon deine Abers, sag ich mal, abgewogen hast, weil es gibt immer ein Aber, warum man nicht gehen soll, kann, wie auch immer, und dich dafür entschieden hast, ist mein allererster und wohl auch wichtigster Tipp, erzähl es nicht jedem. Erzähl es nicht jedem. Erzähl es den Personen, die es wissen müssen. Wenn du zum Beispiel auch mit einer Tochter gehst oder so, sollte die vielleicht Bescheid wissen, anstatt ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Oder halt auch nahe Angehörige oder. Aber beschränke diesen Kreis. Weil das wird später nochmal zur Geltung kommen. Und ich kann vorab sagen, umso mehr es wissen, umso mehr Personen liegen dir die Steine in den Weg. Weil die haben noch mehr Abers. Und das sage ich aus Erfahrung. Es gibt immer noch mehr Abers. Und Personen, die versuchen, dich von deinem Weg abzubringen. Und das zählt jetzt nicht nur für eine Auslandserfahrung. Das zählt für alle Entscheidungen, die du irgendwie triffst. Das ist wirklich mein allergrößter Tipp. Behalte es für dich. Erzähl es nur den wichtigsten Personen, die es wissen müssen. Vertraue dich vielleicht auch einer Freundin an, wie auch immer. Aber beschränke diesen Kreis so klein wie möglich. Genau diese, umso größer der Kreis, umso mehr Kritiker wird es in deinem Umfeld geben, umso mehr Leute werden dich versuchen, davon abzuhalten. Manche vielleicht begründet, manche unbegründet. Da spreche ich aus Erfahrung. Und mein Tipp Nummer 2, halte dem Stand. Hast du dich dafür entschieden, etwas zu tun? Ist es dein Wunsch? Dann go for it. Dann do it. Natürlich solltest du auch vorher abwägen, wenn es wirklich partout keinen Sinn macht, dann klar, natürlich nicht, wenn es da wirklich triftige Gründe für gibt, es nicht zu tun, einem Wunsch nicht nachzugehen. Das musst du aber, wenn du es für dich selber entschieden hast, dass es diese Gründe nicht triftig genug sind, dann mach es und versuche dich wirklich von den ganzen Kritikern abzuschotten, weil sonst wirst du niemals deinen eigenen Weg gehen können. Das sind wirklich so die Sachen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, weil ich selbst erfahren habe, es gibt immer Personen um dich herum, die es dir entweder nicht gönnen, die dir schlechte Gewissen einreden, noch und nöcher, die ganz viel Negatives finden, und es gibt in jeder Aktion, die du tust, negative Sachen. Es gibt immer was Negatives. Und versuchen, dir das auf irgendeine Weise schlecht zu machen, ist einfach ganz klar. Es ist immer, wenn du etwas Außergewöhnliches tust, was vielleicht nicht jeder tut, dann wird es solche Personen geben. Und die gibt es in jedem Umfeld. Und gerade da, bleib stark. Tipp Nummer 2, ne? Also lass dich da nicht mehr von abbringen, weil sonst macht es sich selbst, glaube ich, auch sehr unzufrieden. Punkt Nummer 3, natürlich setz dich mit dem Land, wo du hingehst, vorher auseinander. Beschäftige dich mit der Sprache. Also das ist auch gleich Tipp 3. Also ich sag mal so, du kommst zwar in jedem Land mit Englisch klar, sicherlich kannst du dich gut verständigen, aber mit der einheimischen Sprache bist du immer besser dran. Dir wird vieles vereinfacht. Du kommst schneller an das, was du möchtest. Jetzt mal bezogen auf meine Situation, sei es der Kita-Platz, sei es eine Unterkunft, sei es, egal was du tust, du bist mit der einheimischen Sprache immer besser davor. Also befasse dich damit. Tipp Nummer 4 ist,
beschäftige dich auch mit der Kriminalität des Landes. Das ist ein Punkt, den kann ich nur an jeden ans Herz legen. Sicherlich gibt es in jedem Land irgendeine Form von Kriminalität, gerade in den Großstädten, die Abzocken, die Taschendiebe. Hier ist auch ganz groß das Thema Prostitution zum Beispiel. Wie habe ich mich in der Öffentlichkeit zu verhalten, damit mir kein Schaden zugefügt wird? Das ist sicherlich was, womit du dich vorher auf jeden Fall auseinandersetzen solltest. Ich habe damals schon meine Erfahrung hier gemacht und nicht verstanden, dass zum Beispiel Prostituierte einfach so am Nachmittag in einem ganz normalen Outfit, so wie ich es jetzt vielleicht auch anhabe, oder einem ganz normalen klassischen Outfit aus einem Laden, den, glaube ich, jeder kennt, mit Top und Hotpen oder sei es Top und Leggings, also was auch wirklich jeder trägt, unauffällig irgendwo bei dem Einkaufsladen steht. So, ich wusste nicht, dass ich dort nicht stehen und warten kann auf irgendwen. Demnach setz dich damit vor auseinander, sonst machst du dich zum Deppen, kommst in komische Situationen und ja, genau. Und wie gesagt, gerade mit dem Thema Taschendiebstahl, ich glaube, das ist in jeder Großstadt ein Thema. Jede Großstadt hat da ihre anderen eigenen Vorgehensweisen. Setz dich damit einfach vor auseinander, kann man alles im Netz online finden, sodass du auf der sicheren Seite bist. Schlepp deine Dokumente, Reisedokumente, wie auch immer, nicht immer mit dir rum. Und halt dich an die grundlegenden Richtlinien. So, kommen wir zum nächsten Tipp. Das ist auch nochmal so ein bisschen auf beschäftige dich mit dem Land bezogen, beschäftige dich mit der Mentalität. Es bringt nichts, in ein anderes Land zu gehen und deine Mentalität bis aufs Letzte durchzugehen. Man muss nicht alles übernehmen, würde ich behaupten. Man kann sicherlich seine eigenen, seine Glaubenssätze so oder so beibehalten. Man kann auch seine eigenen Alltagsgewohnheiten irgendwie beibehalten. Aber wenn ich ein anderes Land besuche, dann sollte ich mich auch schon so ein bisschen dem anpassen, ist meine Meinung. Vielleicht gewisse Dinge auch probieren. Manche kann man für gut, manche kann man für schlecht empfinden. Aber wenn ich in Gesellschaft bin, dass man sich da so ein bisschen an die gesellschaftlichen Spielregeln hält, weil das erwarten wir auch in unserem eigenen Land und finden es selbst immer merkwürdig, wenn da jemand ist, der komplett anders agiert. Heißt nicht, dass man nicht anders sein darf als andere, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man ist zu Gast, man hat sich irgendwie anderen Regeln anzupassen. Das ist genauso, als wenn ihr jemanden zu euch zu Besuch einladet oder bei Kindern auch immer ganz interessant. Ich sage zu meiner Tochter zum Beispiel immer, bei uns gelten die Regeln, gehen wir in das Haus zum Beispiel von meiner Freundin, gelten ihre Regeln. Wenn sie das anders handhabt in ihrem Haushalt, dass man meinetwegen auf der Couch essen darf, ist das ihr Haus, ihre Regel. Da gelten ihre Regeln. Bei uns zu Hause gelten unsere Regeln. Und ja, so wie ich es der Kleinen erzähle, versuchen wir es halt auch hier umzusetzen, dass wir uns an andere Regeln anpassen. In unseren eigenen vier Wänden haben wir trotzdem unsere Regeln, aber wir versuchen uns schon so ein bisschen mit der Mentalität auseinanderzusetzen und auch gewisse Dinge haben wir tatsächlich auch hier übernommen. Beispielsweise die Essenszeiten, die Tageszeiten und solche Dinge. Mein nächster Tipp. Plane unerwartete finanzielle Ausgaben ein. Ich sag mal so, man kann vieles planen, man kann vieles vorhersehen, aber vieles dennoch auch nicht. Man ist in einem anderen Land, man hat andere Kosten, man muss manchmal Entscheidungen treffen, die deutlich teurer sind, beispielsweise bei uns mit der Kita, als ursprünglich geplant. Natürlich wollte ich die Kleine auf eine öffentliche Kita geben, natürlich. Aber auch hier ist es wie in Deutschland kaum anders zu erwarten mit den Kita-Plätzen. Das ist nicht, dass es irgendwie 200 mehr Kita-Plätze als Kinder gibt, sondern auch hier nicht so einfach. Wenn du natürlich schnell einen Kita-Platz brauchst, in dem Sinne ist es jetzt wirklich aufs Kind bezogen, wenn du mit Kind reist, dass du dann vielleicht den Weg über eine private Kita gehen musst, was natürlich mit deutlichen mit deutlich höheren Kosten verbunden ist, als wäre es jetzt die öffentliche gewesen. Das kann euch sicherlich in jedem Land passieren und es gibt auch sicherlich noch Unmengen unerwartete Extrakosten, die man hat. Deswegen empfehle ich, mindestens mit einem doppelten Gehalt quasi in ein anderes Land zu starten. Ich weiß, es gibt sicherlich Länder,
da ist es alles deutlich günstiger als in Deutschland, aber man weiß nie, was kommt. Es ist, ja, es kann immer mal irgendwas sein. Es kann ein ärztlicher Notfall sein oder weiß der Kuckuck was, habt immer noch ein bisschen Geld in der Hand. Geht nicht mit 0 Euro. Ich weiß, es gibt bei TikTok Traveler, die das machen, die irgendwie... Ich kenne eine ganz Bekannte, will den Namen jetzt nicht nennen, die mit ihrem Motorrad mit 400 Euro gestartet ist. Sicherlich ist alles möglich, aber ich beziehe mich jetzt natürlich auch auf eine Reise mit Kind. Du kannst dem Kind auch nicht alles antun, sofern es einen gewissen Lebensstandard irgendwie gewohnt ist. Sicherlich gibt es auch immer Notsituationen, Sonderausnahmen, wie auch immer, aber ich sag mal, wie es ist. Ne? Also plant genügend finanziellen Puffer ein und da würde ich halt tatsächlich fast sagen, 2 Monatsgehälter, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn ihr es nicht braucht, ist ja gut, dann geht am Ende shoppen, was der Geier was, aber ja, genau, bisschen mehr Budget würde ich schon einplanen. Einen letzten Tipp habe ich tatsächlich noch und das ist auch ein Punkt, den wahrscheinlich hauptsächlich Familien betreffen oder Alleinreisende mit Kind. Stellt euch auf puncto Einsamkeit ein. Ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht immer erwähnt wird und ich glaube, es betrifft jetzt auch nur insofern Personen mit Kind, Alleinerziehende mit Kind, sofern ja, sofern sie alleinerziehend sind mit Kind. In Familien ist es wahrscheinlich noch anders. Wenn man aber jedoch mit Kind alleine reist, ist man meist auch alleine in einer Unterkunft. Ich weiß, dass viele Studenten und viele Alleinreisende ohne Kinder, die gehen meistens in WGs. Da hast du gleich die Connection mit anderen Personen. Es sind zwar keine Einheimischen, aber alle kommen aus dem gleichen Standpunkt. Also alle sind neu oder der eine weiß schon was, der andere nicht. Man tauscht sich aus. Bist du aber alleine mit Kind, hast du eine Unterkunft im Zweifel für dich und dein Kind alleine. Bedeutet, gut, man ist nicht alleine, aber man ist trotzdem einsam. Damit sollte man sich vorher auseinandersetzen. Ich weiß von sehr, sehr vielen Personen, die das nicht können. Natürlich, soziale Kontakte ist sicherlich auch ein Grundbedürfnis, aber ich bin der Meinung, es ist auch sehr, sehr wichtig, mit sich selbst klarzukommen, ohne immer den Input von außerhalb zu haben. Wir hatten das auch nochmal nach dem Umzug, dass du erstmal wirklich eine Woche, sag ich mal, alleine bist. Du bist einfach alleine, auch wenn du in die Öffentlichkeit gehst, du hast noch nicht diesen Anschluss, du hast noch nicht die Connections aufgebaut. Sicherlich unterhältst du dich mal hier und da mit irgendwem, aber du bist alleine und du bist auch abends alleine. Und du musst dich darauf einstellen, dass du mit dir alleine klarkommst. Wenn du schon in Deutschland an einem Punkt bist und sagst, so, ich komme mit mir persönlich alleine nicht klar, dann hast du wahrscheinlich ein Problem, ein psychisches. Ich weiß, es muss auch nicht immer gleich ein tiefgründiges Problem sein, aber es ist wichtig, meiner Meinung nach, das zu können und auch mal ein paar Tage mit sich selbst klarzukommen. Nur wenn man mit sich selbst quasi im Reinen ist und das auch mal kann, bin ich der Meinung, kann man gute, langfristige Beziehungen untereinander aufbauen. Ist nochmal so eine kleine Empfehlung von mir. Auch wir hatten das hier. Natürlich ist das auch kein Zustand für immer. Irgendwann brauchst du deine sozialen Kontakte und natürlich erleichtert sich dann auch einiges, wenn man sich austauschen kann, Erfahrungswerte austauschen kann. Man hat im Ausland meist super viele Fragen, die man irgendwie loswerden will, weil man sie doch nicht ergoogelt kriegt. Man kann vieles googeln, aber es gibt so Sachen zwischen den Zeilen, gerade in anderen Ländern, die kannst du nicht so gut googeln. Und ja, ich sag mal so, mit 1 oder 2 Wochen Einsamkeit ohne Connections muss man einfach rechnen. Und ansonsten gibt es in jedem Land, in jeder Stadt auch immer Gruppen, wo man zusammenkommen kann, gerade wenn man mit Kind reist und in dieser Situation ist, über sportliche Aktivitäten, über Kita, über Spielplätze kann man super einfach Connections aufbauen. Ich glaube, das ist noch so ein kleines Glückslos, was man vielleicht als Alleinreisender nicht hat, da hat man eher die anderen Kontakte. Aber auch als Alleinreisender kann man in Sportvereine gehen, man kann
einheimische Veranstaltung besuchen. Man kann sich ein Café in der Nähe suchen, wo man regelmäßig hingeht, um einen wiederkehrenden Kontakt vielleicht aufzubauen oder. Ansonsten gibt es ja auch zig Millionen, tausend Dating-Apps oder weiß der Geier was. Also es gibt ja immer Möglichkeiten, man muss sie aber dann auch in Anspruch nehmen. Also gerade besonders in dem Modus, ich bin Alleinreisender, es sei denn, man möchte das gar nicht. Es ist halt immer die Frage, wie lange komme ich ohne soziale Kontakte aus? Möchte ich das oder möchte ich es nicht? Für mich nur ein kleiner Tipp, wie gesagt, gerade mit Kind öffnen sich die Türen auf dem Spielplatz. Aber es ist genau wie bei mir im Zweifel in Deutschland auch. Wenn mein Kind sich jemanden zum Spielen aussucht und ich das Elternteil absolut unsympathisch finde, muss ich halt selber schauen, wie ich damit umgehe. Aber das nur so als kleiner Hinweis nochmal von mir. Ich glaube, das sind auch erstmal so diese Tipps, die ich euch auf den Weg geben möchte. Vielleicht zum Abschluss nochmal in Bezug auf das Thema Sprache ein kleiner Hinweis. Wir persönlich handhaben das hier so, dass wir draußen die Sprache sprechen, die alle sprechen. Und zu Hause sprechen wir Deutsch, sofern möglich, weil man hat dadurch einfach viel mehr Möglichkeiten zu connecten. Man wird nicht komisch angeguckt, man wird nicht ausgeschlossen und. Also es ist einfach einfacher. Es macht das Leben einfacher, sagen wir mal so. Also wir versuchen es so handzuhaben, es funktioniert ganz gut. Der Wunsch kam übrigens auch von der Kleinen. Ich habe es nicht vorgegeben. Sie hat es direkt für sich auch so erkannt. Und damit fahren wir ganz gut. Kann ich immer nur empfehlen, sofern die Möglichkeit da ist. Und ansonsten kann ich euch auch noch ganz tolle Apps empfehlen, wo man eine Sprache super lernen kann. Ein Beispiel ist es keine Kooperation. Ich selbst zum Beispiel nutze Duolingo. Tolle App, ist kostenfrei, kann man kostenfrei nutzen. Und kann ich euch nur ins Herz legen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Reisen, falls es bei euch irgendwie in nächster Zeit ansteht. Und ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps was anfangen und verabschiede mich von euch. Sag bis zum nächsten Mal.